Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ich werde mir jetzt ein bisschen mehr noch die Gegend anschauen. In der letzten Folge habe ich ja das Gebiet mehr oder weniger schon gründlich unter die Lupe genommen. Aber ein paar Kleinigkeiten fehlen natürlich noch und darum werde ich mich jetzt kümmern. Unter anderem haben wir da vorne noch ein, zwei Fragezeichen, die unaufgedeckt sind. Um die muss ich mir jetzt natürlich noch kümmern. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Tempel oder dergleichen. Tempel des Zeus. Ja, davon haben wir ja schon einige aufgedeckt. Mal schauen, wo sind denn die Schätzelein? Da haben wir den ersten. Na gut, da ist noch ein kleines Lager. Darum geht's ja jetzt ja nicht. Ach, Ikaros, findest du nicht den Schatz, oder wie? Doch. Da haben wir ihn auch schon. Der Schatz scheint sich irgendwie ein bisschen weiter unten zu befinden, aber wahrscheinlich muss ich einfach nur hier vorne irgendwo reingehen. Genau. Irgendwo hier ist er auch. Kostbare Edelsteine. Naja gut, so kostbar sind die nun auch nicht. Davon habe ich schon über 1000. Also für mich sind sie jetzt nicht kostbar. Dann hole ich mir noch schnell den anderen Schatz da vorne und dann ist der Ort auch wieder abgeschlossen. Und danach gehe ich dann auch wieder zum weiteren Fragezeichen. Irgendwo muss ja der scheiß Anführer auch stecken, denn ich würde ganz gerne eine Eroberungsschlacht durchführen. Unter anderem können wir bei dieser Eroberungsschlacht uns auch einem weiteren Kultisten stellen. Ort abgeschlossen, Tempel des Zeus. Aha, was haben wir denn da? Eine Festung oben auf einem Berg. Na, das könnte doch lustig werden. Das muss ich mir doch mal näher anschauen. Hoffentlich komme ich da so einfach hoch. Also jetzt die ganze Wand da hochklettern, darauf habe ich echt keinen Bock. Oliros Festung. Na toll. Das klingt doch nach Spaß. Und ich denke mal, wenn ich das abgeschlossen habe, dann haben wir das Gebiet auch so weit geschwächt, dass wir uns endlich dann dieser Eroberungsschlacht stellen könnten. Ich muss natürlich für diese Schlacht auf die Seite von Athen gehen, denn nur wenn ich mich auf die Seite der Athener begebe, kann ich auch gegen diesen Kultisten kämpfen. Niemand darf uns entdecken. Na, dann bleiben wir hier erstmal hängen. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe. Kriegsvorräte. Ein Befehlshaber, Stufe 45, das sollte nicht das Problem sein. Da hinten haben wir auch einen Befehlshaber. Oder ist es gar der Polemarch? Da hinten befindet sich ein Anführer. Da haben wir ein Lagerfeuer. Das muss ich natürlich gleich mal in Gang setzen. Also mit in Gang setzen meine ich natürlich, ich werde auf jeden Fall eine Falle platzieren. Ja, hier sind nicht gerade wenig Soldaten am Start. Das könnte schon lustig werden. Jetzt, glaube ich, habe ich alles. Nee, noch nicht wirklich, glaube ich. Ich habe doch noch irgendwo einen Kriegsvorrat übersehen. Ach nee, Quatsch, da ist er ja. Alles klar. Okay. Dann auf zum Lagerfeuer und die Falle platzieren. Wie komme ich am besten darüber, ohne gesehen zu werden? So weit, so gut. Da oben ist das Lagerfeuer. Schnell hier rüber, bevor mich jemand sieht. Na, weiß nicht, kommen wir hier nicht hoch oder wie? Aufzug benutzen. Na, geht doch. Ich wollte gerade sagen, was war denn das gerade? Ja, Cassandra, da kommen wir natürlich nicht wieder hoch. Da hat wieder ein Stein in der Mauer gefehlt. Und jedes Mal, wenn ein Stein in der Mauer fehlt, kommen wir natürlich nicht hoch.
Und jetzt bin ich zu weit oben. Verdammt. So, schnell die Falle platzieren. Jetzt kann's losgehen. Das war schon mal der erste. Ohne Alarm auszulösen, natürlich. Also in den legendären Schatztruhen, ja, da befinden sich meist immer epische Sachen drin, aber ich hatte das auch schon, dass sich da auch legendäre Sachen drin befinden. Das kann unter anderem auch echt gutes Zeug sein, kommt aber natürlich auch immer drauf an. Oder ob es per Zufall ist, ja gut, ich weiß es nicht. Warten, der ist noch am Start? Hat das jemand gehört? Nee, ich hoffe nicht. So. Dann fangen wir doch mal glatt hier vorne an. Ich denke mal, das wird hier ein Befehlshaber sein. Keine Ahnung, warum der hier so lange steht. Anscheinend findet er die Aussicht echt toll. Scheiße, ich habe gedacht, ich hätte den da runterhauen können. Der wäre alleine schon durch den Fallschaden draufgegangen. Jetzt wurde hier auch ein Anführer aufgedeckt. Wurde jedenfalls eben eingeblendet. Na, verdammte Scheiße. Heilige Scheiße, 5000 Erfahrungspunkte hat der gebracht. Okay, das war der Polemarch. Alles klar. Der ist schon mal weg vom Fenster. Nochmal schnell klauen wie ein Rabe. Auch diese Truhe werde ich öffnen. Krude Axt. Okay, das ist was Seltenes. Werde ich natürlich nicht nehmen. Ich ziehe nur legendär an. Aha, da oben ist einigen Leuten wohl die aufgefallen, dass da eine Leiche liegt. Schnell weg. Schnell weg. Aber ihr habt ja mitbekommen, Alarm wurde noch nicht wirklich ausgelöst. Ach, wieder nur Eisenbrocken. Ich brauche doch weiches Leder. Ihr habt ja gesehen, so ein Vorrat. Ja, dadurch könnt ihr natürlich die Startstärke um 30 senken. Das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ich die Festung komplett erobert habe, dann sind wir auf jeden Fall so weit, dass wir uns endlich dieser Eroberungsschlacht stellen können. Sophie ist schon mal sicher. Oh, verdammt, hat mich immer gesehen. Oh, das reicht noch nicht. Gut, ich bin wieder inkognito. Ich versuche das diesmal wirklich ein bisschen geschmeidiger zu lösen, wie im Vorfeld, wenn ich meine Festung erobert hatte. Denn das ein oder andere Mal, ja, da kamen wirklich echt sehr viele Leute. Besonders, wenn ich das Lagerfeuer natürlich nicht da so präpariert habe mit einer Falle. Dann kamen da wirklich extrem viele Leute. Unter anderem hatte ich mich schon mal mit 5, 6 Kopfgeldjägern auf einmal rumschlagen müssen. Das ging manchmal gut aus und manchmal ging es natürlich auch echt schlecht aus. Aha, hier vorne ist der Anführer. Alles klar. Oh, verdammt. Okay, Jungs, kommt. Wir kämpfen mal hier unten, wo Platz ist. Oh, nicht schon wieder ein paar Bogenschützen. Die muss ich gleich mal weghauen. Oh, warum die immer so oft angreifen können. Ich muss mich heilen. Hätte ich fast vergessen. Ich könnte dem Anführer auch mal ein paar verpassen. Dann brennt er schon mal. Schnell mal ausweichen. Ihr seht ja, okay, jetzt bin ich natürlich echt im Bedrängnis. Jetzt bin ich echt am Arsch.
Aber das liegt unter anderem nur daran, dass mich hier so viele Bogenschützen unter Feuer nehmen und natürlich die Jungs auch abhauen. Die muss ich erstmal irgendwie klein kriegen. Oh, verdammte Axt. Zeit zu sterben? Nein, heute nicht. Heute ist ein schlechter Tag zum Sterben. Außerdem habe ich ja noch was vor. Wo ist denn einer einkaufen? Heute ist zwar kein verkaufsoffener Sonntag, aber das geht. Irgendwie geht's immer. Ah. Der eine ist schon mal hin. Na, warte mal. Um dich kümmere ich mich später. So, wo haben wir jetzt hier einen weiteren Bogenschützen? Ach, da oben. Ach, das ist sogar ein Hauptmann. So, mal gekonnt von der Schuhe gerissen. Ja, und jetzt ist natürlich auch der Start angreifbar. Habe ich euch ja gesagt. Oh mein Gott. Okay, Jungs, wollt ihr mal ein bisschen mit Feuer hier rumkämpfen? Ah, wartet mal. Ich muss mich nochmal heilen. So viel muss drin sein. Nein, heute werde ich nicht sterben. Habe ich euch doch erzählt. Habt doch voll nicht zugehört, Jungs. Verdammte Axt, wo ist denn jetzt hier der scheiß Bogenschütze? Bist du der Feige? Oh, ein Kopfgeldjäger. Oh, es sind wieder extrem viele Leute am Start. Nein, heute nicht. Heute nicht. Oh, ist natürlich wieder heftig, jetzt sich mit so vielen Leuten hier wieder rumschlagen zu müssen. Ah, oh, ich muss was sehen. Na, warte mal. Dich belege ich erstmal mit Gift. Du gehst mir echt auf die Nerven. Wer zum Geier hat mich jetzt getroffen? Ach, die Alte hier, die versucht mich mit Gift zu belegen, wa? Und da ist noch ein zweiter Kopfgeldjäger am Start, na klar. Okay, die ist am Gift verreckt. Der ist jetzt natürlich nicht am Gift verreckt, der ist an meiner Klinge verreckt. Oh, Bogenschützen. Die Nahkämpfer manchmal sind nicht mal das Problem, ja, aber die Bogenschützen, die können echt nervig sein. Und ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen mit zu vielen Leuten angelegt. Das ist sehr heftig. Das war echt ein bisschen too much, glaube ich. Ja, aber wenn die mich hier mit Feuer bewerfen, treffen die dann auch die anderen? Das wäre auf jeden Fall fair, oder? Muss ich mir erstmal um den einen hier kümmern. Wer auch immer das hier ist. Du schnappst dich. Du schnappst mich. Oh, bitte nicht. Oh, verdammt. Oh, fuck, Alter. Die andere ist ja unsichtbar, glaube ich. Ja, ich glaube, die ist unsichtbar. Oh mein Gott. Die muss ich erstmal ausschalten hier. Heftige Scheiße. Na, du willst noch Feuerschaden, habe ich gehört. Ach, das ist sowas eine Fleischwunde. Mach ein Pflaster drauf, geht's weg. Jammert er hier rum, er steht in Flammen, das kann ja wohl nicht sein. Der hier steht jetzt in Flammen. Oh, verdammt. Der kleine, beschissene, clevere Bogenschütze hier hinten, das kann ja wohl nicht sein. Habe ich den erstmal auf dem Dach geschlagen? Ich fasse es nicht. Ah!
Wie viele Leute sind denn hier schon wieder am Start? Jungs! Seid mal nicht so aggro. Na, warte mal. Schon mal vielen Dank fürs Adrenalin aufladen, aber... Den hier muss ich erstmal wegschlagen. Ich weiß nicht, der Anführer ist das, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall ist das ein nerviger Bogenschütze. Das war ein Befehlshaber. Stufenaufstieg, Stufe 44, jawoll. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das so schnell gehen kann. Na wartet mal, Jungs. Für euch habe ich noch was ganz Tolles im Inventar. Und zwar einen richtig schicken 44er legendären Bogen. Und zwar Bogen des Hades. Den wollte ich ja immer schon mal reinnehmen. Aber den konnte ich natürlich immer nicht reinnehmen, weil ich auch noch nicht Level 44 war. Aber jetzt geht's hier gleich mal ab. Erstmal die Jungs hier anschlagen, die auch ein bisschen angeschlagen sind. Die sind fast down. Habe ich eigentlich schon die ganzen Leute gelootet? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir schnell einmal rumlaufen. Kommt, wir spielen mal ein bisschen Ringe-Ringe-Reihe. Dann ist noch ein Bogenschütze. Hallo. Und ein weiterer Kopfgeldjäger kommt. Ja, ich stehe noch. Ihr habt doch gesehen, wie viele Leichen hier liegen. Also einer muss das ja irgendwie angerichtet haben, ja? Und das war unser anderer ich. Gebe ich ganz offen zu. So, Digga, du nervst. So, wer möchte jetzt hier nochmal? Aha, ein 47er Kopfgeldjäger. Aber gesehen hat er mich noch nicht. Das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Bitte nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen. So, mein Bester. Jetzt geht's dir erstmal an den Kragen. Man muss natürlich auch was sehen, ja? Auf jeden Fall haben wir ihn erstmal vergiftet. So, der war gut. Schön ausgewichen. Und jetzt können wir ihn fertig machen. Schade, der hat auch nichts Legendäres gehabt. Ihr habt ja gesehen, er hat 3 Level über mir gehabt, ja? Das war schon 47er. Ich wollte dir nicht aufheben, ich wollte ein Attentat machen. Komm, nun werde ich doch nicht. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Bin übrigens hier vorne, ja? So. Das war's dann auch. Oder doch noch nicht. Aber das sollte es jetzt gleich gewesen sein. Wo ist jetzt der verdammte letzte Kriegsvorrat? Und ihr habt gesehen, wenn ihr ein bisschen taktisch vorgeht, auch wenn es mehr Leute sind, kommt man eigentlich relativ gut zurecht. Erstmal so mehr oder weniger die Bogenschützen ausschalten und dann geht das schon. Dann werde ich jetzt noch schnell diesen Startschatz plündern. Habe ich eigentlich gewundert. Eigentlich waren das, glaube ich, alle Ziele, die wir hätten abschließen können. Aber nein, so war es noch nicht. Da vorne gibt es noch eine weitere Truhe. Ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch einen weiteren Schatz. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt so zu den normalen Zielen hier dazugehören.
Jedenfalls wurden die, glaube ich, nicht so angezeigt. Meines Erachtens nach nicht. Keine Ahnung, warum wir die Festung jetzt noch nicht abgeschlossen haben. Nicht, dass das irgendwie wieder buggy ist. Wenn das wieder so ein verbuggtes Ding ist, dann wäre ich echt sauer, weil die Erfahrungspunkte für diese Festung, die hätte ich schon ganz gerne mitgenommen. Irgendwo hier unter mir muss sich diese Truhe befinden. Und da unten in der Hütte ist sie wahrscheinlich auch. Und ich wurde entdeckt. Ja, ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Mensch, bist du taub? Ich hab doch gesagt, ich bin nur auf der Durchreise. Frag doch nicht immer 10-mal nach. Kurios. Warum haben wir diese Festung noch nicht abgeschlossen? Ich glaube, weil wir den Anführer noch nicht getötet hatten, oder? Aber ist der Anführer jetzt zu Stiften gegangen? Ich glaube, ich habe den vorhin gesehen gehabt, aber jetzt ist er nicht mehr da. Kurioserweise natürlich. Wo zum Geier ist der Anführer? Verdammte Axt. Er ist einfach nicht da. Aber gut. Ist mir jetzt auch Jacke wie Hose. Hauptsache, wir können dann diese Eroberungsschlacht durchführen. Kurios. Irgendwie können wir diese Festung nicht abschließen. Ich kann auch nicht L3 gedrückt lassen, um die optionalen Ziele mir anzeigen zu lassen, denn es wird einfach nicht eingeblendet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so ist. Ich mach mal einen Adlerangriff. Ikaros greift den jetzt mal an. Hier können wir unter anderem auch noch Gefangene befreien. Ort abgeschlossen. Oliros Festung. Na, das wollte ich doch sehen. 40.000 Erfahrungspunkte. Halleluja. Das ist doch mal eine schöne Summe. Tja, dann war das wahrscheinlich irgendwie gerade ein bisschen buggy in der Sachenanzeige oder so dergleichen. Dann hat der Gefangene wahrscheinlich jetzt nur noch gefehlt, um das Gebiet natürlich abzuschließen. Ich glaube, hier kann man einen richtig geilen Todessprung ausführen. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Na, nicht mehr wirklich, Cassandra. Wir haben gerade die ganze Festung niedergemetzelt. Da waren zwar noch zwei Leute, aber gut, die lasse ich jetzt stehen zum Aufbauen. Irgendjemand muss den Dreck ja auch wegräumen. So, dann schauen wir nochmal auf die Karte. Wo könnten wir jetzt theoretisch die Eroberungsschlacht durchführen? Die können wir da oben durchführen. Da muss ich mit dem Pferd einfach nur hinrennen. Und das machen wir natürlich für das Land Achaia oder Achaia. Ich weiß nicht, wie zum Geier man das wirklich richtig ausspricht. Tut mir leid, aber ein paar Orte können wir hier, wie gesagt, noch aufdecken. Ich markiere mir das jetzt. Wir müssen
auf dem Schlachtfeld für Athen antreten. Ich kann euch auch gerne noch zeigen, um welchen Kultisten es sich dann handeln wird, und zwar um den hier. Da steht ja hier unten ein Kämpfer auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Und dann können wir uns diesem netten Herrn natürlich auch stellen. Dadurch erhält man natürlich auch ein weiteres legendäres Ausrüstungsstück und natürlich ein weiteres Fragment, damit wir den Speer von Leonidas endlich auf die allerletzte Stufe ziehen können. Aber für die letzte Stufe braucht man 22 Fragmente und das ist schon eine Hausnummer. Also man muss dann wirklich die allerletzten Kultisten auch komplett unschädlich machen. Aber das ist ja natürlich auch mein Bestreben und das werde ich sicherlich auch nach und nach dann machen. Dann reiten wir mal schnell nach da vorne. Hoffentlich komme ich mit dem Pferd da relativ schnell hin. Sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, da ist noch ein Kopfgeldjäger. Den schnappe ich mir noch. Wo ist denn der? Achso, das ist... Okay, gesehen hat sie mich noch nicht. Du riechst Drachmen? Nee, ich rieche hier eigentlich nur frische Luft, also keine Ahnung, ob du Drachmen riechst, aber wenn es so ist, dann hast du echt einen tollen Geruchssinn. Muss ich ja mal sagen. Na komm, einer geht noch. Riechst du immer noch Drachmen? Ich glaube nicht. Grab los! Ich habe jetzt zwar kein Adrenalin mehr, aber das kann ich relativ schnell bei der Eroberungsschlacht doch wieder aufladen. So eine dolle Nummer wird der 45er Kultist jetzt auch nicht sein. Ich kann euch natürlich gerne nochmal zeigen, wie ich mich geskillt habe in Sachen Fähigkeiten. Zudem habe ich auch noch einen Fähigkeitspunkt, den ich noch irgendwo einsetzen könnte. Die Frage ist nur, wo. Also das sind auf jeden Fall meine Fähigkeiten, wie ich sie geskillt habe. Ich bewege den Cursor jetzt erstmal eine ganze Weile nicht und dann könnt ihr euch das anschauen. Also wie ihr seht, ich habe ein bisschen was bei Jäger auf Maximum gemacht, bei Krieger eine ganze Menge auf Maximum und auch ein bisschen was bei Attentäter. Ich kann euch dazu natürlich auch noch gerne was sagen. Das ist das präzise Attentat. Dazu müssen wir dann Dreieck gedrückt lassen. Macht 300% Attentatschaden. Heldenschlag immer wieder gut, um egal welchen Gegner von den Beinen zu hauen und natürlich in der Zeit, wo ihr dann liegt, auch wieder ein bisschen Adrenalin aufzuladen. Giftmischer verstärkt natürlich die Effektivität des Giftes und da ich mit Giftklingen angreife und der Waffenschaden auch Giftschaden verursacht bei meinen Waffen, extrem geil. Dann haben wir hier Waffenbeherrschung, macht natürlich 40% mehr Kriegerschaden dauerhaft, das erhöht um 90% die Abwehr dauerhaft. Dann haben wir hier noch den Höchstleistungsangriff, auch geil, dafür braucht ihr 3 Adrenalinsegmente, macht auch extrem viel Schaden, je nachdem was für ein Level ihr habt oder was für ein Level eure Waffe ist. Feuerbeherrschung auch. 60%, wie gesagt, mehr Feuerschaden oder 40% sogar. Die Effektivität von Feuer erhöht sich um 60%, genau so steht es ja da. Dann habe ich natürlich noch flammender Angriff, was den Feuerschaden um 25 Sekunden lang hält. Und hier oben, ja, Ares Schlachtruf, da mache ich für 20 Sekunden lang 50% mehr Schaden. Kann man natürlich sehr gut kombinieren mit dem flammenden Angriff und natürlich dann einem Höchstleistungsangriff. Echt sehr effektiv. Den Höchstleistungsschuss habe ich auch auf Maximum gemacht. Haut eigentlich relativ gut rein, wenn es ein Kopftreffer ist. Bogenbeherrschung, generell 40% mehr Schaden bei allen Schüssen. Verwüsterschuss habe ich drinne. Seht ihr ja, verschieße einen mächtigen Pfeil, der 400% Jägerschaden anrichtet. Macht schon echt was aus. Und dann habe ich natürlich noch Pfeilspitze. Ich kann alle Pfeilarten herstellen. Ich kann euch das natürlich auch beim Inventar zeigen. Oder fast alle. Ich glaube, eine fehlt noch, genau. Irgendwie fehlt noch eine Pfeilart, keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall Betäubungspfeile, Giftpfeile, Feuerpfeile und seit neuestem auch die Sprengpfeile herstellen. Aber ich habe noch einen Fähigkeitspunkt über. Und wo könnte ich den noch reinhauen? Ja, ich weiß nicht. Na gut, ich habe es immer so in letzter Zeit gemacht. Ich habe mir mehrere Fähigkeitspunkte aufgehoben. Unter anderem hatte ich auch schon mal 12, 13 Stück mehr aufgehoben. Die habe ich dann, nachdem ich den Speer von Leonidas auf Level 5 gebracht hatte, alle auch verwenden können. Also behalte ich mir die erstmal auf. Schaden kann es nicht.
bin am Überlegen, ob ich noch auf Attentate gehe, ob ich das mit dem Klamm heimlich da mache, denn so bewege ich mich einfach mal geschmeidiger und werde nicht so schnell gesehen. Und das kann ja für gewisse Attentate in gewissen Situationen auch sehr von Vorteil sein. Ella. Nun gut, wir sind bei den Athenern angelangt. Wir werden jetzt für die Seite von Athen kämpfen und uns dann dem Kultisten stellen. Deine Anwesenheit ist ein gutes Zeichen. Es heißt, dass Zeus auf unserer Seite ist. Zeus ist nur auf Zeus' Seite. Dein Schwert wäre eine große Unterstützung in der Schlacht. Hilfst du uns, die Spartaner nach Hause zu schicken? Gut, ich bin dabei. Das höre ich gern. Schicken wir die Spartaner zu Hades! Drängt die Schwerter in ihrem Blut! Muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt gegen Spartaner kämpfen muss, sonst habe ich immer die Blauen angegriffen. Aber das mache ich alles nur, weil ich unbedingt den Kultisten töten will. Und das ist leider eine Voraussetzung dafür. Ihr wisst ja mittlerweile sicherlich, wie das läuft hier bei diesen Eroberungsschlachten. Wir müssen natürlich auch eine gewisse Anzahl an Hauptmännern fertig machen. Und ja, irgendwann ist die Schlacht natürlich vorbei. Da oben links und rechts werden gewisse Balken eingeblendet. Rot steht für Sparta, blau steht für Athen. Und welcher Balken am schnellsten unten ist, ja, diese Seite hat dann natürlich auch verloren. Und ich werde wie immer getreten. Warum? Wundert euch bitte nicht, warum ich hier so viele Leute wahllos wie möglich einfach angreife. Ich möchte einfach so viel wie möglich Leute noch mit den Dolchen töten, denn ich habe eine Gravur vor nicht allzu, allzu langer Zeit freigeschaltet. Unter anderem 12% Dolchschaden, und wenn ich jetzt nochmal bis zu 200 Leute töte mit dem Dolch, dann kriege ich die Gravur 15% Dolchschaden. Und das möchte ich natürlich haben. Daher versuche ich natürlich auch in diesen Eroberungsschlachten immer so viel wie möglich Leute dann mit den Dolchen zu töten. Das gilt natürlich auch für jede andere Waffe. Wenn ihr vorzugsweise lieber mit dem Schwert oder mit dem Speer kämpft, müsst ihr ganz viele Leute einfach mit der vorzugsweise oder eurer beliebten Waffe kämpfen. Und dann schaltet ihr nach und nach diese Gravura mit dem Schaden frei. Ich werde zusehen, wie das Leben dich verlässt. Das ist der Kultist. Ja, wo ist er denn? Ach, da ist er. Ich habe euch ja gesagt, so viel wird er nicht auf der Pfanne haben, aber er kämpft natürlich für die Athener-Seite, und da er ein Kultist ist, versucht er uns trotz dessen auch jetzt so auszuschalten. Aber das ist ihm natürlich nicht gelungen. Amazonenreif hätten wir bekommen. Das ist ein Kopfoberteil für Stufe 45. Und ich sollte mich jetzt auch mal langsam um hier den einen oder anderen Hauptmann kümmern. Denn sonst verlieren wir natürlich auch mal die Schlacht, und das möchte ich ja nicht. Den seine volle Aufmerksamkeit habe ich schon mal. Das wollte ich damit auch erreichen. Mal ein bisschen Adrenalin hier aufladen. Jetzt muss ich mich mal wirklich beeilen. Jetzt muss ich hier ordentlich Spartaner töten. Ist jetzt hier irgendwo schon wieder ein neuer Hauptmann aufgetaucht? Und siehe da, da vorne ist er auch schon. Und das war er auch schon. Du machst das. Ist ja ganz toll. Ich gehe erstmal zum nächsten Hauptmann. Ja,
Hier seht ihr jetzt selber, ich muss mich wirklich echt beeilen, ja? Sonst kriegt man das hier gar nicht so hin. Also die Athener, die haben schon echt gute Leute verloren. Und ich muss jetzt natürlich auch auf der Seite von Sparta ordentlich rummetzeln. Damit sich das Verhältnis natürlich auch wieder ein bisschen ausgleicht. Mehr oder weniger jedenfalls. So, ich glaube, das könnte der letzte Hauptmann hier werden. Verdammte Axt, jetzt habe ich den Falschen erwischt. So, und ich glaube, jetzt haben wir den Sieg davongetragen. Ganz genau, die Spartaner flüchten. Ja, war eine relativ knappe Sache, ja? Sonst lief es immer besser. Abgeschlossene Heldentaten, Pallas, der Schweigenbringer wurde getötet. 24 Soldaten haben wir ums Leben gebracht und 5 Hauptmänner. 1000 Drachmen, naja gut, ist jetzt nicht so der Hammer, wie ich finde. Aber 34.000 Erfahrungspunkte, ja, das kann sich schon sehen lassen. Neue Gravur freigeschaltet, 9% Nahkampfwiderstand, ist natürlich auch eine echt feine Sache, wie ich finde. Ja, und das war's, glaube ich, auch schon. Mehr können wir hier wirklich nicht mehr machen in dieser Gegend oder anderem. Gut, wir könnten jetzt hier noch ein paar Orte freilegen. Ob ich das dann jetzt direkt in der nächsten Folge machen werde, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar neue Questen, die ich dadurch unter anderem auch freischalten werde, muss ich mal schauen. Ansonsten werde ich mich wahrscheinlich in der nächsten Folge um weitere Questen bemühen, die wir natürlich auch schon angezeigt bekommen werden. Aber welche das sind und wo das sein wird, ja gut, das weiß ich jetzt nicht, das entscheide ich live. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn die nächste Folge da ist. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, bewertet, abonniert, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns dann zur nächsten Folge, wenn ihr dann natürlich auch wieder einschaltet. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Let's play Assassin's Creed Odyssey.